Willkommen zurück zu Dying Light 2. Ich bin euer Firobo und wir fliegen mal ein bisschen mit unserem Schirm hier rum. Ja, wir machen gerade ein bisschen noch Open World, ne? So ein bisschen Verstecke hier, Windräder da und so. Haben wir ein bisschen mit den Hauptmissionen wieder angefangen. Der, ja. So. Wenn wir schön die Verstecke freischalten, dass wir mal einen Safe Spot haben. Ja, was wird nur unter mir sein? Hm? Könnte das nur sein? Oh. Ich hätte jetzt einen Laden gesagt, aber okay, kann auch ein Telefon sein. Natürlich. So, was? Richtung? Oh. Okay. Ach, eine Anomalie entdeckt. Auf. Wenn sie alles hier nicht findet. Aha. Ne? Und Versteck. Ne? Genau, ist nix. Was ist denn das, was ist? Auch nicht. So. Hier. Okay. Ist doch. Ach, dein Schirm da. Den müssen wir scannen, okay. Da ist auch noch ein Schirm. Ist zwar voll drauf auf dem Schirm, aber okay. Auf sich zielen. Jetzt haben wir's. Okay. Das ist eine Anomalie. Ist die außerhalb von der Karte gefühlt? Eine ist hier, ja. Die andere Anomalie ist hier, okay. Interessant. Gut. Ja, dann lasst uns reingehen. Was war denn? So, einfach in die Richtung, okay. Auf die Gebäude gehe ich auch noch drauf. Da gibt es dann coole Easter Egg-Waffen und so. Das ist echt cooles Stuff. So, wahrscheinlich muss ich eh da hochfliegen, oder? Das wird nicht in den Wagen sein, sondern oben drüber. Da, oder? Ach ne, da. Ja? Aber ja, the fuck spielen? Hat sehr gut funktioniert. Ich bin stolz auf dich. Zack, 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 zack. Ey. Danke. Wollte schon sagen, ey. Sag mal, ich bin schon slide dadurch. Ich will das machen, dann mach das nicht. So, wir haben einen Parkour-Punkt bekommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, dann gehen wir den doch direkt mal aus. Würde ich sagen. Fertigkeiten. Oh, haben sogar zwei Punkte schon. Uff, da weiß ich nicht, was ich da machen soll. Nachbrenner. Uff, was will ich denn? Landesprung. Drücke sie zum Aus in der 1, wenn sie den Boden bei berühren. So. Schlag. So, dass ich einfach so da durch kann. 2. Heimlich bewegen, drücken. Mit der hat sie beim Schleichen ihre Gesamttempo und ihre Mobilität. Oh, okay, nehmen wir den mal. Und laufen mit dem Gewühl, ja, nehmen wir den nochmal, kann glaube ich schon mit den Türen aufbrechen sogar. Gut, gut, gut. So, Inventar, was Interessantes. Dabei noch. Ein paar Stufe 6 Waffen sogar schon gefunden. Okay, cool. So, Nightrunner Versteck ist gemacht. Dann gucken wir auf die Karte. Dann gehen wir mal zum Stromkraft. Hier ist noch was bei mir.
angeblich. Wenn ich jetzt herkommen will, okay. Ja. Dann will ich darüber. Ich bin echt auch unentschlossen, ob ich hier bei dem Spiel Platin machen will oder nicht. Muss ich gestehen. Zum einen sage ich ja, habe ich Bock drauf. Zum anderen irgendwie, nee, doch nicht. So, dann schauen wir nochmal. Treibstoffbehälter erkannt. Multifunktional, das können wir ja schon. Das haben wir ja schon kennengelernt. So, dann. Also das, wäre das jetzt der erste gewesen, wo wir es kennengelernt hätten oder was? An anderen schon so ein fortgeschritteneres Rätsel. Oder wie? So, was haben wir hier? Haben wir gar nichts. Warum gibt es diesen Ort hier oben? Jetzt brauche ich. Oh. Oh, ist das echt jetzt so ein simples Ding? Hier reinkomme. So, da muss der nächste. Muss ich aber so nicht ran. Schon an der anderen Seite ran. Okay. Ich glaube, ich kann den durch. Ne, kann ich nicht, schade. Noch cooler Stuff. Und hier ist auch die 2. Hier mit C. Ja, looken wir dich mal, ne? Wir haben ja Zeit. So. Sonst ist hier aber nichts drin. Ja. Das wird sich alle 2 Minuten sagen. Im Spiel. So, Mediumsleitend aus der alten Welt. Wie komme ich darüber oder darüber? Das ist ein Seil, was wir nutzen könnten. So, und hier. Brauche ich den C für. Okay, C. Eins ist da. Warum ist eins rot? Ich nicht, warum ist eins rot? So, hier müssen. Nein. Ja, von hier aus komme ich schon, ne? Weiter geht's allerdings auch nicht. In den Einsamen muss ich aktivieren, okay. Ach, sieh mal. Hilfe. Du bist. Der Weg, das Teil für alles, oder was? Oh, kann ich diese Meldung bitte deaktiviert haben? Das nervt gerade ein bisschen. So, so. Hier lang gehen. Echt leider nicht. Okay. Ich könnte das Ding ja nutzen hier lang. Kletter ich mal hier hoch. Was haben wir denn hier noch? Könnte. Okay. Da kriege ich es nur für die 1 genutzt. Aber an sich nichts bringt. So, hier einfach durchgehen. Und dann bis dahin komme ich. Oh, komm mal. Dann können wir den schon mal aufmachen. Hallo, Nummer C. Stoffbehälter. Ich habe keinen Code. Ah. Safe-Kombination. Ich weiß schon mal, weiß, welche Safe-Kombination das ist. 500. 510, ne? Verstrich, ne? Ja, 510.
5. Ja, war nicht korrekt, okay. So, dann haben wir ungefähr Größe von Pi. Scheint das zu sein. Pi war 3,1. Was ist denn das? Ein bisschen doof. Gut, war hier oben schon noch was? Weiß gar nicht. Vor allem, wo ist denn Generator 2 überhaupt? Das weiß ich auch nicht. Generator 2, wo bist du? Das ist mal eine interessante Frage herauszufinden. Bin ich hier irgendwo? Aber wir können ja übrigens noch ein Upgrade machen, ne? Komm. Dann nochmal ausdauern, zack. Schon 520. Gut, so, kann ich die Tür aufmachen hier? Ne, kommt noch von der anderen Seite auf. Okay, dann gehen wir so. So, hier kann ich aber nur von der Seite. Ne, kann ich hier aufmachen. Der schließt sich mir noch nicht. Werden wir sehen. Ich brauche immer noch Alkohol. Ganz viel Alkohol. Ja, das ist nicht von der Seite, okay. Ja, ich wollte eigentlich hoch. Danke dafür. So, gut. Schauen wir uns die Nummer. Das war Nummer 1. Ne, das war einfach nur. A und B, okay. Da sind wir hierfür gedacht. Unten war ich ja noch nicht, ne? So, hier haben wir Nummer 2. Ah, guck mal. Sieh mal, Nummer 2 müssen wir also nach unten bringen. Alles klar, ich muss durch den Lüftungsschacht da. Zack, zack. So, dann machen wir das mal eben schnell. Hier wenigstens noch ein bisschen Loot kriegen. Hemmschwergehen hat es nicht verloren. Gott sei Dank. Ist schon ziemlich assi. Wenn es das geben würde. So, hier bin ich aber noch von wieder da. Ist irgendwie. Hab ich nicht gesehen, den auf den Dings aus so dann. Hm. Lüftungsschacht. So, hier ist mein Endziel. Ja. So, jetzt sollte ich auf der Seite sein. Warum? Wieso mache ich Rollen? Ich kann mich schocke, kann ich Rollen machen. Sieht eher aus wie ein Bunsenbrenner. Ein Feuerlöscher. Sexy. Da habe ich hier wenigstens mal alles gemacht. Gelootet und so. Gut, also war Shidi Nummer 2. Zack. Zack. Das helfen mir die beiden hier eigentlich. Was denn? Hey. Hey, zack. So.
Und rein damit. Oh. Ach, deswegen das Ding, okay. Kleinen Schockstar, die tun mir dann schwer. So, dann habe ich ja hier die Nummer 1. Und kann einfach den machen. Dann bin ich schon fertig. Ich könnte allerdings, wenn ich noch hochgehe, noch eine Kiste holen. Schaffe. Ist auch ganz leicht eigentlich, deswegen. Zack, zack, okay. Ich denke mal, dann komme ich da mit dem Aufzug raus, ja. So. Zack. Zack. So, dann halte ich mich mal eben noch. Zack. Quatsch und Quatsch. So. Und den kann man noch öffnen. Warum auch immer ich die jetzt öffnen wollen würde, aber gut. Ah, hier haben wir noch eine Notiz. Ein Band. Pilz! Pillen, 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 Pillen. Zack, zack, zack. Und wir weisen den. Ach, kann ich schon gar nicht mehr. Ich muss den PK zuweisen, okay. Aber ich kann es den doch noch zuweisen, oh. Aber ich habe ja die Errungenschaft da schon für bekommen, ne? Schauen wir mal eben. So, ich muss, glaube ich, ganz nach unten gehen dafür. Wir schauen einfach mal eben. So, alle Graffiti-Notizen gesammelt, das finde ich so ätzend. Mindestens 50 Schaden der Ausdauer. Koop-Spiellose zum Nähe, so. Ja, hier, was meine ich mit allen potenziellen Spielenden machen? Off-Mission heißt das. Ich hätte einfach Tinder genannt oder so. Ach, okay. So. Das haben wir, das haben wir. Warum ist denn das Windrad? Blind? Und scheinbar blind, okay. Muss ich nochmal genauer gucken. So, wo war es denn da? Bip. Korbsitzung, nein. Fallen, müssen wir zurücklegen, ja. Da erreiche ich aus Stadtausrichtung 7 für eine beliebige Gruppierung. Genau, das war das. Okay, dann können wir das den PK jetzt geben. Dann kriegen wir jetzt Autofallen. Cool. Stufe ist eine strategische Ressource. Sie sollte uns gehören. Ich hätte ja wahrscheinlich eh nichts mehr gekriegt, ne? Von den anderen, oder? Bip. War das denn? Kinder. Irgendwo kann ich mir das so angucken. Ah, da genau. So. Was ich jetzt machen würde. Also ich soll jetzt nicht, okay. Außer das haben so einen Effekt. Ey, wir haben alles hier schon bekommen. Ich will echt vielleicht den hier und den zu dem machen sollen und das einfach dann an Picards geben sollen. Naja, egal. Gut, so. Dann sind wir nochmal rein. Dann haben wir hier auch nochmal ein Banditenlager, okay. Aber ein Banditenlager nochmal machen, gucken wir mal. Banditenlager. Was war denn hier irgendwie ein Händler oder so? Da ein Händler.
Du stehst auf der Seite des Gegners, Pilger. Das ich gar nicht. Ich habe euch gerade Strom besorgt. Cool. Ich würde dieses Überlebensding nutzen. Oh, darf ich hier nicht. Cool. Oder? Respawn. Okay, darf ich nicht. Okay. Ich könnte den Hilferuf machen. Schön, dass mein Controller sich da noch rot färbt. So, okay. Okay. Kümmern. Weiter nutzen. Verdammt Kacke. Hey. Sieh dir unser Angebot an. Oh, du hast neue Sachen. Knallstock. Angeschaltetes C4. Hoffe ich. Hoffe ich. Aufputschmittel, Munition, Sprengpfeile, Ich weiß alles leisten, ich hoffe doch. Jawoll, nice, jede Menge Zeug bekommen. So, dann kann ich den upgraden, direkt Knallstock. Selbstgemachte Waffe aus Teilen angefertigt. Sie ist nicht sehr haltbar, also bewahre sie für eine besondere Gelegenheit auf. Schaden, okay, Lärm mal. Steckbar, nein. Und der macht auch bestimmt jede Menge Schaden, aber sagt einfach gar nichts. Ah. Dann könnte ich jetzt also den theoretisch noch machen. Oder den. Ja, ist ein bisschen doof. So. Aber die hat auch kein Alkohol. Schade. So, hast du denn Alkohol für mich? Oh, du hast einen Hammer Stufe 6 für mich, ein Legendär. Ah, könnte besser sein. Bietest. Hat auch kein Alkohol. So ein Scheiß. Ja, hier verkaufe ich mal meinen Schrott. So, was haben wir denn hier noch? Jede Menge Medizinzeug. Verkaufen wir dich mal. Ich kann das auch verkaufen. Ja, komm. Und dich auch einfach mal. So, jetzt ist das weg. So, du bist grün. Du kommst auch weg. Blau. Oh, warte mal. Jetzt hab's verkauft. Ich würde sagen, Waffen, die Sachen, die ich gerade bekommen habe, bestehe jetzt, die kann ich wahrscheinlich eh nicht verkaufen, ne? So, ein bisschen Geld gemacht. Sehr schön. Da möchte man sich hinsetzen. So. Natürlich kann ich den auf upgraden, ne? Ich hab ja die. Was kostet das Geld? Ne, es kostet kein Geld, okay. Jetzt fängt es aber Geld an zu kosten. Uff. So, alles mal einmal machen oder was? Waffenmodifikation Griff. Zurück. Zack. Einfach weil es kann. So. Upa, jetzt war nicht mehr genug. Schade. Schade. Könnte ich sogar noch machen. Okay, müsste ich jetzt also die upgraden. Also ich bräuchte eine Menge Geld. Geld. Gut, so. Ja, dann wollte ich den Dingens machen. Naja, den hier. Mal wir das noch hinkriegen. Dafür wird Matt den Abtrünnigen nicht. So, und schauen wir doch mal. Kommen wir los? Ja. Lalala. Also die Autobombe. So. Na komm. Jawohl. Haben wir geschafft. Sind wir hier oben. Ich muss noch weiter hoch. Ach du meine Güte, soll ich das dann schaffen? Ich denn hier noch weiter hoch? Fahrstuhl?
Kann ich den nutzen? Ich kann. Oh, den Fahrstuhl nutzen. Interessant. Das finde ich nochmal so interessant. Ist bei dem Lager? Haben wir hier oben? Doofe Frage. Alles Banditenlager? Oh, das ist alles Banditenlager scheinbar. Eieiei. Okay. Dann schauen wir doch mal. Helfen wir uns hier durch. Upsi. Glück gehabt. Und nochmal Glück gehabt. Um ist mein Lieutenant. Jetzt aber nicht so leid. Das wird ja so echt total easy. Muss ich einfach mal sagen. Hört mir. Nein, ich würde den gerne hoch. Okay. Nämlich auch noch looten. So, guck mal, krieg ich sogar ein paar Pfeile. Achso, gedrückt halten muss ich den. Okay. Haben wir noch was? Was war? Es geht aber noch weiter nach oben. Warum? Wieso seht ihr mich? Jetzt plötzlich. Okay. Ja, wenn du wirst. Aua. Sandwich. Na, ich komme her. So. Junge, 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 sind hier viele Gegner. What the fuck? Warum? Spiel.
war das denn jetzt? Ich will einfach nur suchen. Komm wieder! Verwirrt. Ganz hart verwirrt. Ich bin einfach nur noch verwirrt. Was passiert hier? Oh, Leder? Ja, lass mich doch einfach runter. Spiel. Hier los? Ich habe ein paar seine Sachen bekommen, jawohl. Ah, schauen wir noch ein bisschen was her. Sind ja ganz effektiv, die Wurfmesser so. Das ist mich ja nicht so viel. Gut. Okay, klingt voll nah. Oder? Was macht ihr denn? Hä? Wo seid ihr denn? Wenn Radar machen müsst. Tötet den Anführer, ich suche den Anführer ja gerade noch. Nachricht da. Nachricht 1. Empfangen am 22. September okay. 2023 um 11 Uhr 12. Wow. Hör genau zu und tu, was ich dir sage. Öffne in meinem Büro den Spind mit der Aufschrift Menschheitsrat. Die zweite Schublade von oben hat einen doppelten Boden. Darin findest du eine Waffe und ein wenig Munition. Nimm sie und behalte sie bei dir. In der Garderobe hinter den Jacken findest du meinen Koffer. Er ist bereits gepackt. Nimm ihn mit. Pack nur das Notwendigste in den anderen Koffer. Nimm die Kinder. Erzähl ihnen, dass wir eine Reise machen. Geh zum Rat im Mount Lucid Observatorium. Parke hinter dem Gebäude, bei den Mülltonnen. Warte dort auf mich. Ich werde mich gegen 16 Uhr rausschleichen. Ruf mich nicht an und zögere nicht. Vertrau mir einmal in deinem Leben und tu es jetzt sofort. Ich wollte die Stadt nicht verlassen, aber es ist mir scheißegal. Ihr seid es, die mir wichtig sind. Und ich werde euch nicht sterben lassen. Löscht diese Nachricht sofort. Okay. Sie haben sehr viele Heilübungen gemacht, scheinbar. Okay. Gib mir doch mal lieber ein bisschen Alkohol oder so. Pfeile eigentlich auch meistens. So. Wieso? Spiel. Ich will runter, nicht hoch. Ich will doch einfach nur runter. Jetzt, guck mal, jetzt liege ich hier komplette Gebäude hoch. Kann nicht wahr sein. Jemand, gegen mich kämpfen will.
Hallo? Hallo, Herr Anführer. Ja gut, damit haben wir sie uns in der nächsten Folge wieder. Also, haut rein. Ciao, ciao.